Wenn du irgendwen fragst, der sich nur so minimal für Autos interessiert, nenn mir einen Kombi mit ordentlich Karaja. Da sagen 99% der Leute Audi RS6. Und an sich ist das ganz klar der feuchtfröhliche Traum für jeden Papi oder Vertreter. Ich meine, wir haben viel Platz in einem Kombi. Dazu ist der Innenraum schön komfortabel und modern. Bei der Optik, glaube ich, müssen wir gar nicht erst anfangen. Das sieht einfach nur krass aus. Und auch zum Thema Karaja. 600 PS aus dem 4 Liter V8 Biturbo. Also eigentlich könnte das Video jetzt enden, weil ja alles gesagt wurde zum Thema RS6. Aber es gibt eine Sache, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Die erste Frage ist natürlich, ist er denn überhaupt schnell? Blöde Frage, klar ist ein RS6. Wenn nicht der RS6, wer denn dann? Launch Control und los lassen. Ja! 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. 0 auf 200 in 12 Sekunden. Aber wisst ihr was? Also, das ist schon beeindruckend, das ist schnell, ganz klar. Aber was mir so ein bisschen quer im Magen liegt, wenn man zum Beispiel die direkte Konkurrenz mal anguckt, aus dem Hause BMW, der BMW M5 zum Beispiel, der ist eine satte Sekunde schneller von 0 auf 200 als dieser rote Kollege da. Erstmal wieder runterfahren. Ja. Angetrieben wird dieser Höllenhund durch Bud Spencers Unterarm persönlich, und zwar durch einen 4 Liter V8 Biturbo mit 600 PS und schlappen 800 Newtonmeterchen Drehmoment. Und obwohl der OPF den Sound ein wenig erwürgt, gibt es für den RS6 kein Halten mehr. Achtung! Ja, du musst weg. Einfach weg. Wie der einfach aus allen Lebenslagen einfach so rauswuchtet. Wie dieser eine Freund, der so ein bisschen korpulenter ist, aber der so stark ist, der auch im Winter immer in kurzen Hosen rumläuft und dich, wenn du in eine brenzlige Situation kommst, immer rausholt. Solltet ihr in Sachen Design und Optik auf der Suche sein nach Understatement, seid ihr hier an der absolut falschen Adresse. Das ist gefühlt so ein Mix aus Predator und David Coulthard. Schaut euch alleine nur mal die Front an. Fetter Single-Frame-Grill natürlich, dazu die HD-Matrix-LED-Scheinwerfer vom A7. Hier unten nochmal so ein Blade wie ein Samurai-Schwert. Und was gehört mittlerweile zum guten RS-Ton einfach dazu? Leider auch hier beim RS6. Ja klar, fake Lufteinlässe. Auch die hier auf der Motorhaube an den Urquattro angelehnt, die sind nicht echt. Fake hin oder her. Der Auftritt von vorne ist brachial. Schaut euch alleine mal diese Front an. Wenn das im Rückspiegel kommt auf der Autobahn mit 250, 280 oder 305 km/h, dann machst du echt freiwillig Platz. Geschuldet vor allem auch dadurch, dass der RS6 im Vergleich zum A6 4 cm breiter ist. Auf jeder Seite. Und dadurch entstehen natürlich diese typischen RS6-Backen. Klar, du brauchst auch ein bisschen Platz für deine Walzen, weil wir haben hier schlappe 285er 30 22 Zoll ringsrum. Brauchst du Grip, kriegst du Grip. Serienmäßig kommt er mit 21 Zoll. Wir haben jetzt hier diese optionalen 22 Zoll Felgen am Start. Lecco mio, alleine wie das ausschaut in Kombination mit der fetten Bremsanlage. Ich muss euch auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja so ein typischer Optikpaket-Schwarz-Fan. Aber diese Kombination in dem Tango-Rot
mit den silbernen Akzenten sieht echt sehr, sehr edel aus. Also ich habe es gemerkt, wenn du irgendwo zu einer Tankstelle hinfährst oder auch zum Einkaufen gehst, die Leute gucken. Und die Kombination könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Sieht echt nicht schlecht aus. Und naja, hier ist richtig was los. Ganz klar, die fette Spange, die einmal die beiden ovalen Endrohre umrandet. Ja, guck mal, Faustcheck, ja klar, verschwindet komplett. Auch wenn es sozusagen da drinnen zwei kleinere Endrohre sind. Und jetzt seid ihr gefragt, schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich weiß, dass einige von euch den Vorgänger extrem cool finden, also der T7. Welchen von den beiden würdet ihr nehmen? Den C8, den aktuellen, oder dann doch den Vorgänger? Der Innenraum ist irgendwo typisch Audi. Schnörkellos, clean und schon fast ein bisschen langweilig. Und dann ist da ja noch so eine Sache, die so ein bisschen das Netz spaltet. Die T7-Fahrer werden jetzt sagen, hä, wo sind denn meine ganzen Knöpfe hin? Die sind tatsächlich da, wenn du einmal Zündung drückst. Und zwar in Form von Touch-Displays. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich finde hier beim A6, A7 oder auch beim A8 das Ganze sehr smart gelöst. Du hast nach wie vor so eine Art haptisches Touch-Feedback, wenn du hier deine Touch-Klimabedienung betouchst. Und ganz ehrlich, mit dieser typischen Audi-Oberfläche sieht das sehr, sehr schick aus. Obwohl man auch hier sagen muss, in gewissen Situationen, wie kann ich es nett ausdrücken, muss man so ein bisschen Geduld mitbringen. Also, ihr könnt sehen, toller Innenraum. Ah, hätte mich fast erwischt hier, RS6. Eine Sache habe ich total vergessen. Klar, es ist ja ein Audi. Sprich, irgendwo haben wir natürlich Hartplastik am Start. Auch wenn man jetzt hier die Sitzkonsole ab Werk noch beledern lassen kann. Aber zum Beispiel hier an der Tür, das Geräusch will ich bei dem Preispunkt echt nicht hören. Auch vom Platzangebot her ist der RS6 gut bestückt. Sowohl im Fond, hier kann man nämlich als Erwachsener gut sitzen, als auch vom Kofferraum her, wo dir knappe 565 bis 1680 Liter zur Verfügung stehen. Aber gut, das ist jetzt wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Aber in der Preisregion will ich schon das Beste oder nichts. Wenn man das vergleicht mit dem E63T-Modell, der kriegt so im Schnitt 100 Liter Kofferraumvolumen mehr rein, sowohl wenn man das hier oben hat, als auch oben klappt, als der RS6. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Dafür kann der RS6 200 Kilogramm mehr ziehen als der E63. Genauer gesagt 2,1 Tonnen. Nimm das, AMG. Und dann ist ja da noch das Thema Kurvendynamik und Kurvenkirmes. Da brauche ich erst gar nicht um den heißen Brei reden. Der RS6 ist einfach eine fette Kuh. Ich meine, wir kriegen hier knappe 2,2 Tonnen Kampfgewicht auf die Waage. Und dann kannst du jetzt nicht erwarten, dass du den Wagen wie ein Lotus oder eine Alpine durch die Kurven wuchtest. Das geht einfach nicht. Da kann auch Audi die Gesetze der Physik nicht ausschalten. Das will er aber auch irgendwo einfach nicht. Was er will, ist hochwertig planted, schienerisch, auch da typisch Audi, durch Kurven durchschienen und ab der Hälfte der Kurve einfach gnadenlos ins rechte Pedal reinlatschen und der Allrad zieht dich einfach raus. Zu die Lenkung, die gibt dir ein hochwertiges Gefühl, ohne dabei auch da total auf die Kacke zu hauen. Also sie gibt dir auch so eine gewisse Bedenkzeit, aber passt auch da zum Auto. Ich will keine Lenkung haben, die sofort reagiert und ich dann zackig, knackig dann einlenke. Nee, nee, das muss passend zu diesem hochwertigen, mit relativ guter Geschwindigkeit durch Kurven, durch GT passen. Das, was er einfach kann, ist der Langstreckenkomfort. Ich sitze hier super gemütlich auf den Lederschalen sitzen. Es ist fast so, als würde ich zu Hause am Abend Fußball gucken auf meiner Couch. Dazu auch noch die Lautstärke mit der Doppelverglasung. Ich meine, ich höre den V8 Biturbo gar nicht. Also der ist wie verschwunden. Dazu dämpft das Fahrwerk auch alles weg.
Und ganz ehrlich, hier kannst du völlig entspannt 600, 700, lass es 800 Kilometer abspulen und du kommst total erfrischt bei deinem Notartermin an. Perfekt, ey. Im Vergleich zum C7 wurde der V8 Biturbo nochmal weiterentwickelt, um vor allem auch die Effizienz zu erhöhen. Indem du so Spielereien hast, wie das 48 Volt Bordnetz oder auch Zylinder on Demand. Gut, das gab es auch schon beim C7, aber man merkt schon, im Vergleich zum Vorgänger wurde der Verbrauch ordentlich gesenkt. Also ich rede hier im Alltag von, ja gut, jetzt lacht der 2 Liter TDI-Fahrer, aber für das Auto ist es echt in Ordnung. Da bewegen wir uns zwischen 12,5 und 13 Liter. Klar, Audi selber sagt so knappe 10 Liter Werksangabe, aber ganz ehrlich, vertraut mir, das ist ein absolutes Wunschkonzert und so sollte man auch einen RS6 nicht fahren. 230 km/h, so als wäre es nix. Und diese ganzen Effizienzspielereien, die merkst du auch so ein bisschen im Alltag. Vor allem, wenn du hier so auf der Autobahn leicht bergab rollen lässt, dann geht er diesen Segelmodus über, sprich nur Vierzylinder sind am Start. Oder auch, wenn du an der Ampel losfährst, dieser erste Losfahrimpuls kostet ja in der Regel extrem viel Sprit und da boostet dann das 48 Volt Bordnetz noch ein bisschen dazu. Verbrauchstechnisch, es ist ein RS6, ja, aber ich bin so ein bisschen überrascht, wenn du ihn normal, human fährst, ist es echt in Ordnung. Also, wir haben jetzt gesehen, wir haben Performance ohne Ende. Er sieht unfassbar krass aus. Dazu kommt noch, dass er extrem komfortabel ist im Alltag. Wir haben Platz. Also eigentlich, so gesehen, das perfekte Auto. Und trotzdem ist gefühlt bei mir der Funke nicht übergesprungen. Wenn man das mal vergleicht mit dem E63, der ist so grundlegend einfach ein Ticken frecher. Ein bisschen mehr AMG, jetzt schmierig gesagt. Oder auch der M5, auch wenn es jetzt kein Kombi ist, der ist noch mal performanter, vor allem als Competition. Oder auch, wenn man sich die älteren RS6 mal anguckt, der C7, sehr charaktervolles Auto, weil er Ecken und Kanten hatte. Oder auch die Generation mit dem V10, davon brauche ich jetzt gar nicht anfangen, auch wenn das eine ziemliche Luftpumpe war. Aber alles charaktervolle Autos. Und das ist vielleicht auch genau der Punkt, der dem aktuellen C8 einfach fehlt. Vielleicht irgendwo ein paar Ecken und Kanten, weil das Auto fast zu rund gelutscht ist. Ich meine, so für den Alltag ideal. Ich fahre ihn unheimlich gerne, nehme ich da jetzt nicht falsch. Aber er ist nicht der absolut schnellste. Er ist auch nicht der schnellste in den Kurven. Und Komfort können mittlerweile auch andere. Und daher muss ich sagen, ist der Wagen irgendwo schon im Netz ziemlich überbewertet. Dieser absolute Überkombi ist er meiner Meinung nach jetzt nicht. Obwohl ich ihn sehr toll finde. Und mit dieser herben Enttäuschung beenden wir dieses Video. Schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen C8 RS6? Seid ihr meiner Meinung oder sagt ihr, Gerrit, also was du da erzählst, ist totaler Käse. Das ist nach wie vor der Überkombi. Ich bin mal echt gespannt auf eure Kommentare. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Und wie immer, liken und abonnieren nicht vergessen. Tschüssikowski. So, jetzt noch einmal für euch.